Ja, wir waren zu unserer Tarifkommissionssitzung. Anlass ist natürlich die Stahltarifrunde. Und wir haben eine Berichterstattung gehabt zu der ersten Verhandlungsrunde. Und haben mal wieder mitbekommen, dass die Arbeitgeber es hervorragend schaffen, auf hohem Niveau zu klagen und zu jammern. Das sind wir von ihnen gewohnt. Wir haben eine Forderungsbegründung hinterlegt für 4,5% mehr Geld, für Altersteilzeit und für eine Fortführung des Tarifvertrags für Werkverträge. Wir haben jetzt auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen über diese Verhandlung diskutiert. Die Arbeitgeber konnten keine vernünftige Gegenbegründung bringen. Sie sagen nur, es ist alles unsicher, Trump ist gewählt, wir wissen nicht, wie es weitergeht, CO2-Handel. Wir haben bei der Politik in Europa, in Deutschland, die Büchsen aufgemacht zum Thema CO2, zum Thema Anti-Dumping. Wir haben über unsere Aktivitäten dafür gesorgt, dass wir überhaupt noch in Europa vernünftig produzieren können. Das mögen die Stahlhersteller und die Chefs in den Stahletagen bitte nicht vergessen. Deshalb erwarten wir jetzt für den nächsten Verhandlungstermin am 6.3. ein gescheites Angebot, das wir verhandeln können. Das auch der Situation gerecht wird. Weil die Auftragslage überraschend an vielen, vielen Standorten wieder positiv nach oben geht. Die Auftragsbücher werden wieder voll und somit sind unsere Forderungen gerechtfertigt. Wenn wir kein gescheites Angebot kriegen, haben wir heute auch hier beschlossen mit unseren Kolleginnen und Kollegen, dass es ab dem 7.3. Warnstreiks gibt in der gesamten nordrhein-westfälischen und norddeutschen Stahlindustrie. Auf den groben Klotz gehört ein grober Keil. Und da sind wir im Duisburger Norden genau die Richtigen, die den Anfang machen. Schließlich ist ja der Verhandlungsführer unser Chef von der ThyssenKrupp Steel Europe AG. Und dann können wir bei der Gelegenheit auch gleich die richtige Antwort auf sein eigentümliches Verhalten als Verhandlungsführer geben. Wir haben sehr deutlich gezeigt, dass wir die Menschen mit Leidenschaft in der Stahlindustrie bewegen können. Jetzt geht es darum, auch mit Leidenschaft für unsere Forderungen zu kämpfen. Die Organisationskraft spielt immer eine wichtige Rolle, ja, damit wir auch in den nächsten Jahrzehnten unseren Arbeitgebern die breite Brust der IG Metall zeigen können. Im Stahl funktioniert es hervorragend und ich wünsche mir, dass es in anderen Branchen genauso aussieht in den nächsten Jahren.